Ein Weg vollendet sich beim Gehen. Unser Weg vollendet sich, indem wir ihn gehen. Vollendetes Gehen ist ein Gehen ohne zu gehen, ein Gehen lassen. Ganz im Gegensatz zu einem sich gehen lassen, ein gelassenes Gehen. Denn so geht es sich am besten. Dao wird heutzutage meist durch das Wort Weg übersetzt. Jedoch scheint die Übersetzung Lauf oder Gang besser geeignet zu sein, weil dadurch die Bewegung besser betont wird. Es ist das Laufen eines Menschen, der Lauf des Wassers, der Lauf des Lebens, der Lauf der Dinge, der Lauf der Welt und der Natur. Der Weg, von dem hier die Rede ist, ist nicht der Weg, den wir uns bahnen oder den wir machen können. Wohl ist der Weg ein Weg, den man gehen kann, aber so, dass er sich während des Gehens selbst gestaltet, ganz ohne Absicht, so wie sich das Wasser seinen Weg ganz von selbst sucht. Der beständige, sich ständig ändernde Weg ist ein wegloser Weg, ein Weg ohne Weg. Er ist ein Weg, der sich wegen und während des Gehens wie von selbst gestaltet, indem wir dem Weg das sein lassen, was er ist. Dieser Weg ist am besten zu begehen, wenn wir ihn beim Begehen aus den Augen lassen und ihn aus dem Kopf verlieren. Denn durch das Gehen vollendet sich dieser Weg wie von selbst. Dieser Weg kann nicht erfragt, ersucht oder geplant werden. Auf diesem Weg werden die Hindernisse nicht gewaltsam aus dem Weg geräumt. Begeben wir uns auf den Weg, so finden wir uns frei, gelassen, in offener Weite, und der Weg ist unter unseren Füßen. Gelöst vom Selbst ist der Mensch des Dao, denn die Wurzel des Dao ist das Yin, das Weibliche, der Geist des Tales und des Wassers.